Wenn wir eine wasserstoffhaltige Verbindung verbrennen, entsteht Wasser. Wenn die Verbrennung bei hoher Temperatur erfolgt, entsteht gasförmiges Wasser. Wenn wir beispielsweise Acetylen an Luft verbrennen, entsteht ein Rauchgas, welches aus Stickstoff, Kohlendioxid und Wasserdampf besteht. Dieses Rauchgas kann abgekühlt werden und bei einer bestimmten Temperatur, nämlich beim Taupunkt, mit flüssiges Wasser aus dem Rauchgas auskondensieren. Wir sind in der Lage, mittels der Antoine'schen Gleichung diese Tau-Temperatur auszurechnen. Bei der Tau-Temperatur verhält es sich so, dass der Partialdruck vom Wasserdampf gleich dem Dampfdruck von Wasser ist. Wir berechnen zunächst den Partialdruck des Wasserdampfes im Rauchgas. Wir berechnen zunächst die Stoffmenge des Rauchgases insgesamt, 25 Mol. Davon Mol Wasserdampf, dies entspricht einem Prozentsatz von 8%. Das heißt 8% des Gesamtdruckes, 8000 Pascal, ist der Partialdruck von Wasser. Die sind etwa 60,46 Tonnen. Wir rechnen jetzt aus, zu welcher Temperatur diese 60,46 Tor als Dampfdruck gehören. Wir nutzen dazu die bekannte Antoine'sche Gleichung. Wir könnten auch die Clausius-Tapperon'sche Gleichung nehmen oder wir könnten Tabellenwerte oder Dampfdruckgrafiken zur Hilfe nehmen. Wenn wir die Antoine-Gleichung verwenden, müssen wir die entsprechenden Einheiten beachten. Wir nehmen den Logarithmus von 60,46 Tor, nehmen die Konstanten A, B und C und nach der unbekannten Temperatur T lösen wir auf. Wir erhalten eine Temperatur von 41,72 Grad Celsius. Wenn wir das Rauchgas auf diese Temperatur abkühlen, fängt das Wasser an, als Flüssigkeit zu kondensieren.